Willkommen zurück zu Rohlingen in Paper Mario 2, die Legende vom Eontor. Dass du schon wieder nach Rohlingen kommst, scheint dir zu gefallen. Oder hast du eine Verabredung mit dieser kleinen Gumba-Studentin, hä? Pass auf jeden Fall gut auf dich auf. Also bis dann. Okay, schau, sprechendes Schiff. Ich habe den Fahrer nie gesehen. Von daher. Mario, schön dich zu sehen. Du glaubst gar nicht, wie ich mich freue. Und es ist alles vorbereitet. Alle erwarten dich schon sehnsüchtig. Also gehen wir, wo auch immer du willst. Auf ein Abenteuer. Ich finde das richtig cool, dass es nicht so eine Art von Spiel ist, wo man kurz vorm Bosskampf stuck ist und du bist für immer da und du speicherst danach nie ab, sondern dass wir wirklich nach dem Bosskampf nochmal abspeichern und das Abenteuer nochmal weitergehen kann, wenn man möchte. Yeah, und ich finde unser lilanes Outfit so lila wie der Endboss-Cover letzten Mal. Ich finde, das haben wir uns richtig verdient. Yeah, Waluigi. So, und wir sind noch lange nicht fertig mit dem Spiel. Okay, das will ich jetzt nicht sagen. Aber wir sind noch nicht fertig mit dem Spiel. Denn es gibt noch ein paar Abenteuer zu erleben. Ja, nicht viele, aber ein paar. Und ein paar nette, wie es sind. Sein Tagebuch haben wir schon gelesen, aber was wir noch nicht gelesen haben, ist zum Beispiel von Luigi sein Tagebuch. Oder generell Luigis Geschichte. Ich muss halt erstmal nur wissen, wo sich Luigi aufhält, dann können wir nämlich uns seine neue Geschichte anhören. Und übrigens, Explosiv. Stimme. Punkt, Punkt, Punkt. Was für ein Glück, dass man bei Mails nicht reden muss. Das wird er mit Halsschmerzen. Dein Honigbonbon hat mir sehr geholfen, aber als ich vor Freude gesungen habe, da hat das wieder meine Stimme geschadet und jetzt muss ich das Bett hüten. In Großfrostheim gibt es außer Schnee immer noch nicht viel zu sehen. Dafür gibt es aber tolle Schneeschlachten hier. Wir verstecken uns im Schnee und wenn wir gefunden werden, dann gibt es eine Explosion. Kein ganz ungefährliches Spiel, aber spannend. Deshalb ist es dann auch leider verboten worden. Naja, ich hoffe, du kommst trotzdem nochmal vorbei. Explosiv. Okay, warum soll ich vorbeikommen? Gibt es etwas für mich oder so? Hey, willkommen, ich habe eine Ware. Gelee Royal ist aber sehr teuer. Und ein Orden, cool bleiben. Zeig das Timing für das Trickkommando an. Ja, okay, ich weiß halt nicht, ob ich das schon habe, diesen Orden. Aber, wenn wir 100% spielen sollten, naja, dann würde uns noch ein bisschen was fehlen. Wollen wir mal schauen. Wir haben, was, wir haben wirklich nicht alle Gegner gescannt? Wir haben 109 Gegner von 134 gescannt. Okay, also das sind nicht alle. Da sieht man schon ein paar Fragezeichen. Aber so ziemlich die meisten haben wir gescannt. Warte, was? Es gibt noch zwei neue? Also nach der Königin der Finsternis gibt es noch zwei weitere? Zwei Secret Boss Kämpfe, die wir auf jeden Fall machen werden. Und einer davon weiß ich sogar schon. Was haben wir denn hier? Hier sind die Orden. Wir haben 54 von 86 Orden gesammelt. Ja, da fehlt leider ein großes Stückchen. Theoretisch könnten wir auch den Gamecube-Orden mal ausprobieren. Einfach nur so. Rezepte gibt es zwar hier auch. Weiß aber nicht, ob ich die machen werde. Also, das muss ich mir noch überlegen. Wir haben hier eine Galerie. Bewundere hier Kunstwerke aus der Kapitel 8 Sammlung. Aha. Okay, das werde ich mir alles dann in einem ganzen Part, glaube ich, anschauen. Alle unsere Belohnungen hier. Ich werde es mal alles sammeln. Ah, okay, sammle alle Sternsplitter. Hier ist Rohlingen, Kapitel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Scheinbar hatte 8 gar keine. Ich habe mich auch schon gewundert, dass ich keine gefunden habe. Okay, deshalb haben wir auch 8 schon freigeschaltet. Ja, dann gibt es auf jeden Fall einen Grund für mich, alle Sternjuwelen, Sternsplitter zu sammeln. Und Audiothek haben wir auch nicht alles. Also wir haben uns nicht jeden einzelnen Soundtrack angehört. Es gibt in Rohlingen... Ah, die Insignien. Ach, die Insignien haben wir hier in Rohlingen und Kapitel 4 gefehlt? Wo hat mir denn Kapitel 4 was gefehlt? Also Kapitel 4 war doch das mit dem Düsterdorf, ne? Wo hat mir denn da was gefehlt? Oh, okay. Und hier in Rohlingen. Okay, das macht Sinn. Okay. Das muss ich mir mal genau anschauen. Ansonsten Sterne wählen. Alles gleich geblieben. Karte. Hat sich eigentlich auch nichts geändert. Wir haben jeden einzelnen Ort schon mal beobachtet, betreten, besichtigt, Spaß gehabt. Was auch noch. Was sonst. Zwei Sachen noch anschauen. Einmal das Brett. Als Rohling in der Dunkelheit versank, erschien ein bärtiger Held. Die Stadt hat eine neue Legende. Yeah, Mario ist Legende geworden. Sudelecke. Alle 5 Bände von Super Luigi sind jetzt im Handel. Kommen zu Toads und Koopas.
Der Bärtige in grün. Danke, Luigi. Da, das fünfte. Das vierte haben wir noch gar nicht gelesen. Trotzdem kaufen wir schon das fünfte. Ah, und was wir auch noch machen müssen. Das steht ja auch. Wir haben 27 Punkte. Wir müssen hier 300 Punkte ergattern. Wie machen wir das? Wir kaufen so oft, so viel es geht, die billigen Sachen ein. Und dann verwenden die oder schmeißen direkt weg. Damit wir da unsere Schätze abholen können. Also wirklich Kleinigkeiten für 100%. Ich werde vieles davon natürlich offscreen machen, weil es ja langweilig. Jetzt sage ich auch nicht, wie ich sammle. Hat ja keinen Sinn. Und ich glaube, es gibt sogar neue Missionen. Und wenn das stimmt, dann will ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Ja, drei letzte Missionen gibt es jetzt auch noch, nachdem man das Spiel durch hat. Eins von Bomboff, den wir gerade eine E-Mail bekommen haben. Schmiererei! Du musst in den 50. Duellkerker gehen. Ich hoffe also, du bist ein recht kräftiger Kerl. Komm nach Großfrostheim zum Denkmal der großen Kanone. Dort erkläre ich dir alles weitere. Wow. Bis zum 50. im Duellkerker. Soweit ich weiß, geht's bis zu 100. Ja. Und das werden wir auch noch machen. Warum nicht? Also das werde ich mir als letztes aufbewahren. Versöhnung von Bronzemove. Ich habe mich mit Mama voll gestritten. Hilf mir, mich wieder zu versöhnen. Ich warte in der Nähe des Tempels in Bad Limmerich. Okay, das klingt sehr easy. Und ansonsten haben wir noch Suchekämpfer von Committee. Ich möchte unbedingt den großen Baum sehen und bin schon ganz in der Nähe. Aber es lauern so viele Gegner auf dem Weg, dass ich gar nicht vorankomme. Könnte sich jemand für mich bekämpfen? Ich warte im Wunderwald in der Nähe des großen Baumes. Okay, das könnten wir auch machen. Fangen wir doch damit an. Ja. Also, in der Nähe des großen Baumes wartet jemand, der sich nicht reintraut. Habe ich das richtig verstanden? Ich glaube schon. Na gut. Balletzago! Hey, du bist aber nicht zufällig damit gemeint, oder? Nee, der war ja im Original gar nicht da. Da kann es eigentlich gar nicht sein. Wo soll denn in der Nähe des Baumes jemand auf uns warten? Der sich nicht reintraut. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist vielleicht am Anfang. Also im Anfangsgebiet. Aber da sind jetzt gar keine Gegner mehr hier? Eigentlich, ja doch, es sind noch Gegner. Okay. Oh, verdammt. Alter, wie traurig der schaut, als hätte er 20 Tage nichts gegessen. Schaut ihn euch an. Ah, du kannst mir helfen? Hab ich ein Glück. Ich bin extra hergekommen, um den großen Baum zu besichtigen. Aber ich traue mich nicht weiter, weil auf dem Weg dorthin lauter Gegner lauern. Wenn du die alle für mich bekämpfen könntest, wir treffen uns dann, wenn du fertig bist. Ernsthaft? Okay, meinetwegen. Let's go. Ja, du kannst mir nicht helfen. Ja, wie wäre es mit... Barbara könnte mir vielleicht helfen. Sie hat mir im Endbosskampf sehr geholfen. Ach, warte. Ich Idiot. Nein, ja, vielleicht nicht. Aber normalerweise kann man die auch einfach kaputt hauen. Weil die alle aus einem früheren Kapitel sind, wo man schon lange nicht mehr ist. Und auch lange nicht mehr war. Ah, ich habe immer noch den blöden Orden drin. Dass ich keine Hammer-Attacken benutzen kann. Den muss ich raustun, Mann. Den muss ich raustun. Der war im Endbosskampf sehr nützlich, aber hier nicht. Bam. Such ich am besten jetzt sofort raus, sonst vergesse ich es wieder. Oh nein. Hätte ich wohin machen sollen, ne? Ich Idiot. Ich Idiot. Aber gut, der Ice Power hält es auch raus. Ich hätte auch KP Plus übrigens reintun können, aber ich habe mir nochmal einen KP Plus. Weiß ich nicht. Ich hätte es auch versuchen können. Hätte ich machen können. Bam. Das war schon? Scheinbar. Was? Du hast dich schon alle Gegner gekümmert? Hast du schon alle Gegner angenommen? Endlich kann ich mir den Baum ansehen. Hier, nimm diesen Dank. Mehr kann ich leider nicht geben. Ja, aber da hinten sind noch Gegner. Na, egal. Danke. Standard, Gehalt. Also, man sieht sich. Kein Problem. Ja, nice. Warum auch immer es so super einfache Aufträge noch am Ende des Spiels gibt, oder nach dem Ende des Spiels sogar. Beschwer mich nicht. Der chillt jetzt hier einfach. Der große Baum. Er kann sehen, wie wir wieder und wieder die gleichen törichten Fehler begehen. Was hängt da wohl dabei? Stell einfach da und kann nichts dagegen tun. Aber das kann man dem Baum ja nicht vorwerfen. Bro, es ist einfach nur ein Baum. Entspann dich.
Na, sieh mal einer an, wer sich hier oben befindet. Es ist mein Bruder, Luigi. Ja, scheinbar steht er die ganze Zeit hier oben. Vor allem, ich war hier unten ja schon die ganze Zeit. Hab geguckt, hä? Würde er nicht im Inn sein? Er ist oben im Inn. Ich hätte niemals gedacht, dass er hier oben chillen würde. Aber, na okay, er chillt wahrscheinlich mit der Lady dort. Ich habe mich gerade ein wenig an meine zahlreichen Abenteuer erinnert, Bro. Das Puff verpasst, Mann. Soll ich dir davon erzählen? Das ist allerdings aber etwas länger, ne? Wow. Okay. Super. Ja, ich würde mir das gerne anhören. Mit wem habe ich das noch nicht angehört? Kupio vielleicht? Könnte sein. Weiß nicht, ob ich schon alle, ne? Egal. Am Zornessturm! Also, das ist eine lange Geschichte. Der Zornessturm liegt weit im Norden, auf einer steilen Klippe. Direkt am Meer bläst ein scharfer Wind. Der Klang dieses Windes, wie Stimmen aus einer anderen Welt. Keiner wagt es, dem Turm zu nahe zu kommen. Aber wir erreichten doch das Portal des Zornessturmes. Natürlich hatte ich Angst, aber der Gedanke an Eclair. Meine Kameraden dachten da genauso wie ich. Wir öffneten das Tor. Im Turm herrschte völlige Finsternis. Ich wollte die Prinzessin rufen, aber ich bekam keinen Ton heraus. Dann hatten sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnt. Und da war dieses gigantische Monster. Der Goomba-König. Aus seinem Maul tropfte der Geifer auf den Boden. Und dieser Geifer ätzte Löcher in den Boden. Ich zitterte vor Angst, aber ich durfte keine Schwäche zeigen. Keine Schwäche zeigen, Mann. Seinem Angriff konnte ich mit knapper Not ausweichen. Und dann griff ich den Goomba-König mit meinem Hammer an. Hat der Goomba-König aus dem ersten Teil? Den ersten Schlag konnte er ausweichen, aber dann erwischte ich ihn. Ich konnte es schaffen. Er war stark, aber ich war ihm gewachsen. Ich konnte gewinnen. Der nächste Schlag musste gelingen. Ich war nervös. Ich griff meinen Hammer, lauerte und krach. Der Sturm zerbrach ein Fenster im Turm. Der Goomba-König war abgelenkt. Das war meine Chance. Jetzt! Und dann... Ich hatte den Goomba-König besiegt. Dann kam ein noch viel schrecklicheres Monster. Und das besiegte ich auch. Prinzessin Claire habe ich auch gerettet. Deshalb bin ich jetzt wieder ein Rohlinge. Das war alles. Was? Da muss doch noch mehr gewesen sein? Überhaupt nicht. Das ist alles. Prinzessin Claire ist gerettet. Und damit ist dieses Abenteuer vorbei. Aber auf mich warten noch viele neue Abenteuer. Das war ein ziemlich unspektakuläres Ende. Aber okay, Luigi kann keine Geschichten erzählen, schätze ich. Aber er will noch was über sein Buch berichten. Was gibt's denn da zu sagen, Mann? Hau mal raus. Ach so, ja. Super Luigi, das Buch. Stell dir vor, ich habe jemanden kennengelernt. Nein. Er hat ein Buch über meine Abenteuer geschrieben. Jeden Tag haben wir Interviews für seine Recherche gemacht. Selbst in diesem Toadhaus hat er mich schon einmal interviewt. Ein Buch über meine Abenteuer. Das kauft doch keiner. Jedenfalls hatte ich das immer gedacht. Aber stell dir vor, mein Buch heißt Super Luigi. Und seit Wochen ist es auf Platz 1 der Bestsellerliste. Hihi, findest du das nicht auch ganz unglaublich? Ich habe es auch gelesen. Eine fantastische Dokumentation, wenn ich das so sagen darf. Und es geht alles bis ins kleinste Detail. Ich liebe dieses Buch. Übrigens bekommst du es im Itemshop hier in Rohlingen. Kauf es doch. Ich finde, solltest du es auch unbedingt auch mal lesen, Mario. Stimmt, wir haben ja zwei noch gekauft, die wir lesen müssen. Danke, Luigi. Kein Problem, Bro. Danke, Mann. Ja, mit Nagarino muss ich mich hier noch umschauen, denn in Rohlingen und in Kapitel 4 gibt es noch Sachen zu sammeln. Okay, wir haben in der Tasche wichtige Items, Namen Super Luigi 4 und 5. Also was steht bei jedem? Jetzt erhältlich, unser Tipp des Monats, Bestseller des Monats, der neue Rekordbestseller und demnächst auch im Kino. Nice. Super Luigi Band 4, ein Hauch von Wahrheit. Luigi wanderte durch den Sagenwald und erreichte die Ruine. Alles war still. Es schien, als sei hier die Zeit stehen geblieben. In einem weißen Raum schlief ein Jüngling. Als Luigi ihn ansprach, öffnete der Jüngling die Augen. Mein Name ist Windross. Ich habe hier auf dich gewartet. 1000 Jahre! Der Jüngling erzählte Luigi von einer unbekannten Welt. Der Wunderkompass wurde im Altertum gebaut, um die Zukunft vorauszusagen. Die Mistralier sahen in die Zukunft und regierten die Welt.
Aber ein Fluch zerstörte Mistralien. Die Überlebenden zerstörten den Kompass und verbargen die Teile an geheimen Orten. Vindros war einer der Alten. Er hatte hier gewartet, um seine Aufgabe einem Menschen reinen Herzens zu übertragen. Dann sagte er zu Luigi, der ihn geweckt hatte, der Fluch ist fürchterlich, aber unter dem Kompass findest du die Prinzessin nicht. Luigi presste das Kompassteil an seine Brust. Vindros aber hatte seine Mission erfüllt. Er verschwand. Dabei wirkte er sehr glücklich und plötzlich war Luigi von Wald umgeben. Vindros und der Palast waren verschwunden. Das neue gewonnene Kompassteil zeigt Luigi den Weg zu seinem nächsten, zum letzten Ziel. Zum Zornesturm, hoch im Norden. Eclairs Stimme rief weiter nach einem starken Retter und Luigis Herz war erfüllt von Sehnen nach der Prinzessin. Fortsetzung folgt. Da hier! Super Luigi Band 5, das Ende einer langen Reise. Luigi erreichte den Zornesturm. Hier schickte der Goomba-König. Hier sollte der letzte Kampf stattfinden. Also, je nachdem, welchen Goomba-König wir meinen, ne? Der aus Paper Mario 1 war eine Lusche, aber der aus den anderen Mario-Teilen, zum Beispiel aus DS, der ist cool. Aber auch eine Lusche. Aber er ist cooler. Er ist eine coolere Lusche. Dann standen Luigi und seine Freunde dem Goomba-König gegenüber und hörten eine Stimme, die rief: Halt! Es war die Prinzessin und sie klärte Luigi auf. Toadsworth hatte den Geliebten der Prinzessin in einen Goomba verwandelt und jetzt erschien der Schurke. Los, gib mir den Wunderkompass, auf das die Mistralier wieder herrschen. Toadsworth war ein starker Gegner. Hä? Was? Aber Eclair hatte das letzte Teil des Wunderkompasses, ihre Tiara erstrahlte. Luigi konnte in die Zukunft sehen und er sah die Attacke von Toadsworth voraus. Toastworth. Sorry. Es geht hier um Toastworth. Dann schlug er zu und der Spuk war vorbei. Und so verließ Luigi das Biscuit-Königreich. Er fühlte sich einsam. Er hatte nämlich noch ein wenig in die Zukunft gesehen. Dort hatte er die Hochzeit von Prinzessin Eclair gesehen. Und an ihrer Seite stand in seiner Vision... Nicht Luigi. Luigi kehrte heim. Die Notiz für seinen Bruder und sein angefangenes Buch. Unberührt lagen sie noch da. Luigi las ein paar Seiten. Aber er war so müde, dass er direkt einschlief. Er träumte von seinen Freunden. Und von Eclair. Im Traum murmelte Luigi, hoffentlich erlebe ich bald ein neues Abenteuer. Ende. Wow. Luigi, ich bin so stolz auf dich. Deine Abenteuer sind so heldenhaft. Ich wünsche, ich wäre nur ein Hauch von heldenhaft wie du. Oh Mann. Hier gibt's nichts mehr. Okay. Dann irgendwo im ersten Screen gibt's wohl was. Keine Ahnung, Mann. Machen wir die nächste Mission noch. Ich glaube, das hier spare ich mir noch auf. Ich habe noch was anderes vor. Aber die Versöhnung mit Bronzemove und seiner Mutter machen wir. In der Nähe des Tempels in Bad Glimmerich. Da gehe ich eben hin. Das geht ja schnell. Ungefähr. Ja. Ich hoffe, ich habe nichts verpasst mit... Mit Luigis Partner. Was macht Buett hier? Nicht Buett. Lady Boo. Verdammt. Ich hab's nicht... Ich hab's nicht sagen wollen. Lady Boo, was machst du denn hier? Oh, hallo, du bist es, Mario. Lang nicht gesehen. Ich bin mit dem guten alten Bu Hattler hier, um mir den Glimmertempel anzusehen. Hab mich ganz schön ausgemacht, oder? Alle Männer drehen sich nach mir um. Oh, ist ja verständlich. Du bist bestimmt auch von meiner Schönheit entzückt. Was macht sie denn hier? Sag mir nicht, alle Partner gibt's jetzt hier überall zu finden. Oh mein Gott, wäre das cool. Ich sehe erst jetzt, dass da die Scheigeist und ein Schiebschieb ist am Brunnen. Wow. My Lady Boo, ihr seid absolut atemberaubend. Es muss die lieben Ahnen mit Stolz erfüllen, euch so zu sehen. Genau. Problemchen. Das sagt selbst Barbara, das sollen wir machen. Ja, ich wollte nur gerade sagen, wie kann das sein, dass wir von Paper Luigi keinen Partner am Ende gesehen haben? Das hat mir ein bisschen Angst gemacht. Wow. Das war eine schöne Überraschung, dass Lady Boo hier ist. Da bist du ja endlich, Bamba. Also, ich hatte Streit mit Mama und möchte mich bei ihr entschuldigen. Deshalb wollte ich ihr ein Geschenk mit einem Entschuldigungsbrief geben. Aber ich kann mich nicht entscheiden, was ich ihr schenken soll. Welches von diesen dreien fändest du denn am besten? Pilzkuchen? Mango? Furchtigel? Ich muss mich jetzt entscheiden. Ich kann nicht Bait drücken. Sie mag doch bestimmt Mangos. Bestimmt. Trau wie sie. Mango fändest du am besten? Nein, ja. Wenn du das sagst, ist es bestimmt das Beste. Also bringst du mir als Geschenk für Mama eine Mango? Nein. Hier in Bad Glimmerich gibt es ja so etwas sicherlich nicht. Wo krieg ich eine Mango her?
Bestimmt kriege ich das in, auf der Insel. Bestimmt. Gott sei Dank, es waren diese Bäume hier. Ich dachte, das wären die Kokosnüsse, aber ne, das hier waren keine Kokosnüsse. Gut. Und hier scheint irgendwas in der Nähe zu sein. Ich weiß auch nicht wo. Aber wenn da Gerino das sagt, dann würde ich ihr Glauben schenken. Aber wo denn? Ja, eigentlich hier direkt unter dem Baum, ne? Ach, keine Ahnung. Ich werde das sowieso noch alles nachschauen, wo die einzelnen Sachen sind, die mir noch fehlen. Früher oder später. Na, warte mal, vielleicht muss ich hier so einen Superschlag ausführen? Oder so einen Superjump? Nee, warum auch immer. Nee. Ah. Bitteschön, Kollege, ich habe deine Mango gebracht. Da. Schau sie dir an. Genauso wie im ersten Teil. Oh, eine Mango. Danke, Bampa. Da lege ich jetzt meinen Brief dazu. So, fertig. Aber ich traue mich nicht, es dir zu geben. Sie war so sauer. Kannst du es ihr nicht bringen? Bitte. Oh, hübsch verpackt. Von Silvia? Was? Geschenk. An Silvia. Sie heißt so. Okay. Ich habe mich schon gewundert, weil den Namen, an den kann ich mich nicht erinnern. Bronzmove und Goldfried, aber Silvia hatte ich nicht mal im Kopf, tatsächlich. Ah, soweit ich weiß, waren direkt im ersten Bildschirm hier. Hinten. Ganz links. Oh, sind wir vielleicht noch mehr Partner aus dem ersten Teil oder ist es nur Lady Boo? Ich hoffe, es sind auch noch mehr. Obwohl Lady Boo war mein Favorite, muss ich ehrlich sagen. Oder? Doch, 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 schon. Hallo, Blamachel, was soll ich tun? Ja, hier ein Geschenk von mir. Das ist von Bronzmove? Ja, oder auch so. Da ist ein Brief, mal schauen. Meine allerliebste Mama, entschuldige, dass ich neulich meine Hausaufgaben nicht gemacht habe. Ab jetzt werde ich immer fleißig sein und ein so toller Bob-Omb werden wie Papa. Dann werde ich dir die besten Leckereien, eine tolle Villa und jede Menge schicke Hüte schenken. Bitte sei nicht mehr böse mit mir, dein Bronzmove. Entschuldige, Mama. Bronzmove. Oh, ich bin so gerührt. Okay. Hi. Ah, Mama, kümmere dich nicht um meine Tränen. Bitte geh zu Bronzmove und sag ihm, ich bin gar nicht mehr böse. Ich bin nur so streng, weil ich das Beste für seine Zukunft will. Mir war gar nicht bewusst, dass er so sehr gelitten hat. Dafür möchte ich ihn um Verzeihung bitten. Bitte, Mama, sag ihm, er soll schnell zu mir kommen. Okay, okay, ich sag es ihm ja. Ist ja gut. Irgendwie ist es ungewohnt, so eine Waluigi-Farbpalette zu haben. Luigi und Wario waren nicht noch interessant. Waluigi fühle ich irgendwie nicht so ganz klar. Wie war's, Bamba? Hat sie sich befreut? Ja, würde ich schon so behaupten. Sie ist gar nicht mehr sauer? Oh, ich bin froh. Ich bin dir so dankbar. Du bist so fast so toll wie mein Papa. Fast? So dann gebe ich dir meinen gesamten Besitz. Die sind alle Münzen, die ich habe. Wow, das ist bestimmt reich. Taschengeld, 3 Münzen. Das hat sich nicht gelohnt. Baba! Okay, nur noch ein Auftrag, aber der wird ziemlich lange dauern, der Auftrag. Deshalb würde ich ihn für später auch bewahren. Und jetzt, ehrlich gesagt, habe ich jetzt mal Lust zu schauen, wo dann die anderen Charaktere sind. Wenn auch die anderen aus dem ersten Paper Mario hier sind, dann will ich die auf jeden Fall noch sehen. Mario, also hab ich lange nicht mehr gesehen. Süß, sehr süß. Ich mag sie sehr. Sie ist wirklich sehr, sehr süß. Ich mag sie, süß, süß. Ach ja, übrigens, Professor Gumball hat doch den Schatz vom Ionentor. Möchte er uns vielleicht jetzt sagen, was das für ein Schatz war? Du findest Infos zum Thema Crucimat XXL auf der Rückseite des Papiers. Diese Info werden in deinem Lexikon gespeichert. Oh, okay, danke. Ah, gut siehst du aus. Ich betreibe hier nach wie vor meine Forschungen. Mhm. Was glaubst du wohl, was in der Schatzkiste war, die du noch nicht gefunden hast? Es war ein Trockenpilz. Willst du mich jetzt verarschen, oder? Aber nein, enttäuscht war ich deshalb auf keinen Fall. Ich konnte damit beweisen, dass bereits vor tausenden Jahren Pilze gegessen wurden. Für die Archäologie ist das eine bahnbrechende Entdeckung. Der veräppelt mich. Das stimmt nicht.
Da ist niemals ein Trockenpilz drin. Ich glaube ihm das nicht. Ich werde noch eine Weile in dieser Stadt bleiben und meine Forschungen fortsetzen. Schau doch immer mal wieder vorbei, wenn du Lust hast. Wenn ich Lust habe, ja. Das ist ein großes Wenn, ich Lust habe. Aber gut, ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir dann anfangen, alle möglichen... Was fehlt denn eigentlich noch? Für die Galerie brauchen wir Sternsplitter. Ich würde sagen, die fangen wir an zu sammeln. Und nicht nur das, sondern wir sammeln auch noch andere Sachen. Sowie machen wir ein paar Kämpfe. Denn wir wurden ja auch noch eingeladen, in die Arena wieder zurückzukehren. Denn da gibt es scheinbar wieder neue Gegner. Nein, okay. Ich glaube, es gibt nur einen neuen Gegner, aber den will ich euch auf jeden Fall zeigen. Und wenn es wirklich nur einer ist, dann werde ich, glaube ich, alle Kämpfe schneiden. Weil das ist ja dann ziemlich langweilig, da erst nochmal neu zu machen. Aber genau das werde ich dann tun. Für diese Folge, glaube ich, reicht nichts mehr. Deshalb werde ich sie hier beenden. Aber dann würde ich sagen, freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ja. Juhu.